Hallo, zurück auf Bogano, hier in Star Wars Jedi Fallen Order, wo wir im letzten Part unsere lieben Probleme mit den wilden Tieren hatten. Wir haben sie mehr schlecht als recht bekämpft, aber dafür haben wir dann auch unsere erste neue Fähigkeit entdeckt, den Wandlauf. Und am Ende sind wir nun endlich hier im alten Gewölbe angekommen und werden nun schauen, was uns dort drin erwartet. Wahnsinn! Meine Rede. Und BD1 hat wieder was entdeckt. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Sepho als Reiseziel freigeschaltet. Tja, und eigentlich hätte ich hier jetzt auch eine Trophy bekommen sollen. Nur leider ist mir bei der Originalaufnahme der Computer abgestürzt, sodass ich hier jetzt circa 10 Minuten noch einmal spielen muss, die ich also jetzt schon kenne. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Wir rutschen einfach mal den Schlamm hinunter und unser Poncho ist immer noch strahlend weiß. Und hier kommt nun noch einmal ein Oktokampf. Juhu.
Und offensichtlich schaffe ich es immer noch nicht, diese Gegner aufs erste Mal zu besiegen. Wie peinlich. Gut so. Endlich. Mistkröte. So, das Skelett haben wir im letzten Part schon gescannt. Jetzt geht's hier drüben weiter. Ja, genau, jetzt geht's hier runter. In die verlassene Werkstatt. Sie öffnet sich nicht. Eine verschlossene Tür. Und noch etwas zu scannen für BD1. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist: dunkel. Und damit haben wir noch unser nächstes Reiseziel nach Sepho freigeschaltet, Dathomir. Was ist das? Das verblasste Wandbild. Ein verblasstes Wandbild unweit des Sepho-Gewölbes auf Bogano. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Gut, also hier könnten wir noch einen weiteren Planeten herausfinden, neben Dathomir. Aber leider ist das Relief zu stark beschädigt. Und hier hätten wir eine Abkürzung erschaffen. Ja. Zurück wird's schneller gehen. Und hier ist mir bei der letzten Aufnahme der Computer abgeschmiert. Also, ab jetzt ist es wieder blind. Gut, Fähigkeitspunkte habe ich keine. Ruhen wir uns nur aus. Ja, BD1, ich weiß. Aber ich will jetzt noch schauen, ob ich irgendwo noch Wandlaufmöglichkeiten habe. Hier in der unterirdischen Zuflucht war übrigens das Scannen dieser Eidechse, dieses Zor.
auch nicht. Nein. Nein. Der Einsiedlerhütte waren auch nur verschlossene Türen. Und dann eh nur noch hier. Gut. Du bekommst deinen Willen, BD1. Komme ich zu der hin? Ich glaube fast nicht, aber wir probieren es einfach mal. Nope. Okay, da brauche ich dann wohl den Doppelsprung dazu. Sind wir denn hier wieder? Noch eine Kiste, für die ich den Doppelsprung brauche. Ah! Ein Okto, da will ich nicht runter. Ich befürchte, du bist nämlich immer noch zu stark. Merken wir uns den Ort und kommen später darauf zurück. Fail! Also wieder ganz am Anfang. Bei der ersten Meditationsplatte. Aber bevor ich Bogano jetzt Richtung Sepho verlasse, wollte ich noch hier rüber schauen. Ja, die widerwärtigen Käfer sind natürlich auch wieder da. Zerklüftete Ebene. Was haben wir hier? Noch ein Loch im Boden. Darüber komme ich auch noch nicht. Also auf ins Loch. Oh, hier sind wir. Okay. Fünffach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD.
Yay, mehr Stimbehälter. Sehr schön, maximale Anzahl an Stimbehältern erhöht. Großartig. Da drüben haben wir noch ein Echo der Macht. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Da unten war ich überall schon. Na dann wieder zurück. Oh, BD1 hat noch was zum Scannen gefunden. Und bevor wir uns jetzt auf die Mantis begeben, schaue ich noch hier runter, ob ich vielleicht hier noch was machen kann mit meinem kleinen Druidenfreund. BD1, kannst du mir hier helfen? BD1? Wollte nur mal hören. Offensichtlich nicht. Und hier auch noch nicht. Okay. Ist wohl auch für einen späteren Besuch gedacht. So, jetzt schauen wir noch, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon erkundet? 61%. 4 von 16 Truhen. Hui. Voll habe ich noch. Das alte Gewölbe habe ich schon voll, okay. Aber da gab es auch keine Truhen. Und keine Geheimnisse offenbar. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen wunderschönen Planeten und begeben uns nach Sepho. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motorgewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer Adaption, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja, es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen.
Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. In dieser Zwischensequenz haben wir wieder ein paar Querverweise auf andere Star Wars-Medien gesehen. Zunächst einmal das Trennen von der Macht, das Seer hier beschrieben hat. Hat auch Luke Skywalker in Episode 8 gemacht. Und natürlich die kurze Nachricht von Obi-Wan Kenobi war seine Nachricht, die er in Episode 3 aufgenommen hat, um überlebende Jedi vor dem Imperium zu warnen und nicht zum Jedi-Tempel zurückzukehren. Gehört hat man diese Nachricht allerdings das erste Mal auch erst in Star Wars Rebels. So, und jetzt werden wir hier doch mal den Samen, den wir gefunden haben. Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Und einen haben wir ja schon gefunden. Oh, kann ich sonst noch irgendwas tun? Dum-dum-dum. Hier kann ich auch noch speichern. Schön, schön. Ach ja, mal schauen, was für neue Lichtschwertteile wir bekommen haben. Eno Cordovas Schwert im Klingenemitter. Mut und Weisheit, okay. Okay. Ja, es hat sich nichts geändert, Kerl. Gibt's vorne noch irgendwas zu tun? In Ordnung. Als nächstes? So, wohin? Sepho? Oder Dathomir? Ich bin für Sepho. Auf nach Sepho. Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie? Sich verlieben, eine Familie gründen. Verlieben? Sie? Na, warum nicht? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Ich werde es Ihnen sagen. Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordert Bewunderung, Hingabe, Anziehung, tja, und Respekt. Chris, das ist ja fast schon tiefsinnig. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Sicher. Hm.
Na, dann gehen wir doch. Gleich. Komm hier rauf. Okay, gehen wir nicht. Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Gut. Another happy landing. Und willkommen auf Sepho. Und hier werden wir dann im nächsten Part weitermachen und einen neuen Planeten erkunden. Danke fürs Zusehen und wie immer, keep gaming!